Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Die Gerüchte um ein PvE-Modus brechen für Apex Legends nicht ab. Es kommen immer mehr Details zum Vorschein und es könnte tatsächlich sein, dass zum Start von Season 3 der PvE-Modus schon am Start sein wird. Wird sicherlich ein Event werden, kann auch sein, dass es mitten in Season 3 erst passiert. Wie gesagt, eventuell, das ist jetzt kein hundertprozentiges Versprechen, aber in den Quellcodes wurde etwas gefunden und es kann sein, dass zum Start von diesem PvE-Modus schon 10 Missionen verfügbar sein sollen. Geschrieben wird zum Beispiel, bekämpfe Feinde, öffne Käfige und verteidige Gebiete, bis der Repulsor wieder hochgefahren ist. Heißt ja, dass da schon so viele Details da sind, dass bestimmte Sachen passieren. Ich gehe mal davon aus, wenn man zum Beispiel in der Nähe vom Repulsor-Turm ist, der ja die ganzen Monster bis jetzt ferngehalten hat, zumindest vor Season 2, dass da wirklich vielleicht irgendwas verteidigt werden muss, bis dann der Repulsor-Turm hochgefahren ist und dann die ganzen Monster verschwinden oder irgend sowas. Das finde ich auf jeden Fall eine richtig, richtig interessante Geschichte. Dann habe ich auch, wenn ich jetzt mal kurz von dem PvE-Modus weggehe, ich habe jetzt schon zum zweiten Mal was von einem Nachtmodus für Apex Legends gehört. Darauf wurde zwar nicht näher eingegangen, aber Nachtmodus würde ich in Apex Legends mal echt abwechslungsmäßig richtig geil finden. So, belohnungstechnisch steht wohl auch schon fest, dass es viel Loot und kosmetische Items geben soll. Das meiste davon soll wohl aber ausschließlich im PvE-Modus verwendbar sein. Also wenn ich jetzt natürlich einen Skin freispiele, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich den nur im PvE-Modus tragen kann. Aber, und das ist nämlich auch meine Vermutung, ihr wisst ja, dass zu Season 3 eine neue Waffe kommt, die Charge Rifle, was eine Energiewaffe ist. Und ich gehe mal davon aus, das ist zumindest meine persönliche Vermutung, weil mein Mod Louis, der kennt sich mit Titanfall ein bisschen aus, der sagt, dass die Waffe auch aus Titanfall ist. Das ist mir auch bewusst. Ich habe halt Titanfall nie gespielt. Aber er meinte, dass die Titanen, die es in dem Spiel gibt, nur mit dieser Charge Rifle zu besiegen sind. Deswegen gehe ich davon aus, und dabei sind wir nämlich beim nächsten Thema, es soll wohl angeblich so sein, dass in diesem PvE-Modus auch die Titanen eventuell ins Spiel kommen könnten, die aber dann ausschließlich auch nur für den PvE-Modus gedacht sind. Das sind, wer das nicht weiß, wer die Titanfall nicht kennt, das ist wie so ein riesen Roboter, in den kannst du reinsteigen, den kannst du lenken, kannst dann irgendwelche Gegner befighten. Und so soll es wohl eventuell so sein. Die Macher von Respawn haben sich nämlich diesbezüglich schon vor langem mal zu Wort gemeldet. Da hieß es, dass es die Titans wohl, also dass es schwer ist, die Titans ins Spiel zu implementieren, zumindest in dem Battle Royale. Deswegen werden die Gerüchte laut, dass es die Titans wenigstens im PvE-Modus geben soll für verschiedene Missionen. Und es sollen wohl auch schon Reward Data Mining Leaks gefunden sein, wo man weiß, was bestimmt, also man muss irgendwas mit einem Wall Run, man kann glaube ich in Titanfall so eine Art Wall Run machen, und das soll es wohl so eine Art Belohnung schon in den Quellcodes vom Spiel geben, was sich Wallrun nennt. Und das muss wohl in Verbindung mit den Titanen stehen. Soweit das. Mit der Charge Rifle bin ich halt echt mal gespannt, ob das wirklich eine feste Waffe nur für den PvE-Modus sein wird. Es macht meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn, mal etwas anderes zu implementieren, was nicht mit dem Battle Royale zu tun hat. Das soll es eigentlich soweit schon wieder gewesen sein. Ach so, verschiedene Herausforderungen soll es natürlich auch geben. Bonus-Loot hauptsächlich. Inwieweit was freigeschaltet werden kann, wissen wir nicht. Aber ich denke mal, wir nähern uns ja mit großen Schritten eh so langsam, aber sicher dem Ende von Season 2. Und Season 3 sollte dann maximal 3 Wochen noch entfernt sein nach Ende von Season 2. Da werden wir auf jeden Fall Neues erfahren. Solltet ihr nicht genug von Apex Legends Informationsvideos, News-Updates, Kill-Compilations und Livestreams haben, nicht genug bekommen, meine ich natürlich, dann abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen für das Video, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und den nächsten Livestream wird es morgen, ich denke mal, gegen 12 Uhr geben. Das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein, ciao.